Ja, Einführung in die Sprachwissenschaft, Grundlagen, also heute geht es um Kommunikation und Zeichen, also zwei Begriffe, die, wie wir gerade schon erläutert haben, irgendwie eng zusammenhängen. Wir haben ja das letzte Mal vom Gegenstand der Sprachwissenschaft gesprochen. Also Gegenstand der Sprachwissenschaft ist eben die Sprache, die sich manifestiert in Texten. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Sprachwissenschaft zu verstehen. Also wenn man sich mit Sprache beschäftigt, kann man ja sagen, wir messen jetzt nur irgendwelche Gehirnströme. Aber das macht die Sprachwissenschaft nicht. Es gibt sicherlich auch Sprachwissenschaftler, die Gehirnströme messen. Aber die Gehirnströme müssen dann immer in Bezug auf einen Text stehen oder auf eine Äußerung. Äußerung, Text. Also man kann sagen, dass ein Text eine Menge von zusammenhängenden Äußerungen ist, und das ist letztlich das, was uns interessiert. Also selbst diejenigen, die sich nur mit Gehirnströmen beschäftigen oder die sich nur damit beschäftigen, wie hier Zunge und Gaumen zusammenspielen, um irgendwelche Laute zu artikulieren, sind natürlich auch an den Äußerungen interessiert. Also es geht immer darum, die Laute sich anzuschauen in Bezug auf die Lautäußerungen, auf die Äußerungen eben. Also Texte stehen immer im Mittelpunkt. Wenn man sich nur für Gehirnströme interessiert und nicht für Sprache, dann ist man eben kein Sprachwissenschaftler oder Linguist, sondern dann ist man eben möglicherweise Psychologe oder sonst was. Ich weiß ja nicht, wer sich alles mit Gehirnströmen beschäftigt, Mediziner wahrscheinlich. Aber es geht halt bei der Sprachwissenschaft immer darum, diese in Beziehung zu setzen zu den Äußerungen, beziehungsweise dann zu den Texten, also Text als Menge zusammenhängender Äußerung. Ja, und dann die Sache mit der Sprachdefinition. Das haben wir uns ja ausführlich angeschaut. Ich nehme nochmal die wichtigsten, und da sehen wir immer wieder ein wiederkehrendes Muster. Wir erkennen also jetzt hier auch Regelmäßigkeiten. Also bei Edward Sapir hatten wir, ich habe das selber hervorgehoben, das ist so nicht im Text hervorgehoben. Ist klar, wenn ich farblich hervorhebe, dann ist das so nicht im Text, denn das ist ja aus Büchern zitiert, die keinen Farbdruck in der Regel haben. Also hier steht ja, also communicating, aber communication natürlich wieder, communicating ideas, emotions and desires by means of, und jetzt kommt's, voluntarily produce symbols, also Symbole, übersetzen wir jetzt mal mit Zeichen. Ist nicht genau das Gleiche, werden wir gleich noch sehen. Aber Zeichen spielen hier eine Rolle. Und beim anderen Part, beim Gegenpart, jetzt hier aus Block und Traeger, aber das ist eben die Bloomfield-Schule, die Schule, die sozusagen in Rivalität zu Sapir stand, da steht jetzt was von Arbitrary Vocal Symbols, sagen wir Vocal, was vorhin ja auch schon mal angesprochen wurde, also irgendwas mit lautliche Symbole. Und natürlich gibt es auch Schriftsprache, die wird als sekundär angesehen, aber oder als was anderes, aber generell eigentlich auch als Sprache betrachtet. Also so rein Vocal Symbols stimmt da nicht, weil man natürlich auch geschriebene Symbole hat. Und inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Forschungen über Gebärdensprache, und Gebärdensprache hat auch wenig Vokales. Da gibt es auch Vokales bei der Gebärdensprache. Das übersehen manche Leute. Ich halte das für ganz wichtig. Aber natürlich sind Gebärdensprachen auch Sprachen, sodass man heute vielleicht nicht mehr sowas sagen würde wie 1942, dass man sagt Vocal Symbols, also nicht nur Vocal, es sei denn, man fasst Vocal irgendwie ganz weit und sagt, die Gebärden gehören da auch dazu, aber das ist eigentlich nicht das, was man unter Vocal versteht. Vokal, lautlich. Oder, viel neuer, bei Hall, Oral Auditory Habitary Symbols, also oral-auditorisch, also produziert, irgendwie oral-mündlich produziert, und dann auditorisch, und dann steht hier arbiträre Zeichen. Symbols übersetze ich jetzt mal mit Zeichen. Arbiträr, willkürlich. Das ist fraglich, ob das wirklich willkürlich ist.
Denn wenn das willkürlich wäre, wie ich zum Beispiel diese leuchtenden Objekte da oben nenne, dann könnten Sie mich nicht mehr verstehen. Also es gibt schon eine gewisse Übereinstimmung, dass ich Lampe dazu sagen muss auf Deutsch und nicht Koffer. Sei denn, wir einigen uns jetzt hier, dass wir das so, dass wir das Koffer nennen, dann würden Sie mich auch verstehen. Aber also es ist irgendwie nicht ganz Eritrea. Ne? So, Robbins hatten wir Symbol Systems. Da haben wir wieder die Symbole. Ne? Hier steht dann Arbitrary Convention. Mit der Convention kommen wir der Sache schon näher. Also nicht mehr individuell willkürlich, sondern ja, irgendwie auf Konventionen. Ja, meine eigene Definition nochmal, das mit dem System von Regelmäßigkeiten. Und dieses System von Regelmäßigkeiten dient der Kommunikation. Und im Grunde ist der Zeichengedanke da bei mir verschlüsselt in dem Wort Kommunikation. Kommunikation irgendwie was mit Zeichen zu tun hat. Also wir beschäftigen uns mit Kommunikation und Zeichen. Zeichen, hier jetzt Symbol haben wir immer gelesen. Ich habe das jetzt mal gleichgesetzt. Wir werden dann noch sehen, dass es vielleicht verschiedene Arten von Zeichen gibt, die wir nicht alle als Symbol bezeichnen möchten. Vorhin fiel schon das Wort Signal. Muss mal sehen, wie wir die Zeichen klassifizieren können. Ja, jedenfalls, alle Autoren sind sich einig, dass es irgendwas mit Kommunikation zu tun hat. Das haben wir jetzt mehrfach gelesen. Manchmal steht es nicht direkt drin, dann ist aber von Zeichen die Rede. Aber in den meisten Definitionen ist von Zeichen und Kommunikation die Rede. Ja, da stellt sich die Frage, dient Sprache nur der Kommunikation? Und was ist eigentlich Kommunikation? Also ich hatte das letzte Mal schon, glaube ich, gefragt, dient Sprache nur der Kommunikation? Und manche Leute sagen, das sei so. Also wenn Sie mal jetzt Leute dazu befragen, gibt es sicherlich welche, die sagen, ja, Sprache dient immer der Kommunikation. Es gibt überhaupt keine Sprachfunktion, die nichts mit Kommunikation zu tun hat. Selbst wenn man Notizen für sich selbst macht, als Erinnerungsstütze zum Beispiel, dann kommuniziert man sozusagen mit sich selbst. Und das ist dann auch ein Sonderfall von Kommunikation. Aber es ist Kommunikation. Ich bin damit nicht einverstanden. Ich habe eine Entdeckung gemacht, auf die ich auch etwas stolz bin. Und zwar habe ich eine Sprachfunktion entdeckt, die, wie ich glaube, nichts mit Kommunikation zu tun hat. Beziehungsweise, wenn man sagt, das sei auch Kommunikation, dann verwässert man den Kommunikationsbegriff sehr, sehr stark. Und das ist die sogenannte chronometrische Sprachfunktion, meine Terminologie, chronometrische Sprachfunktion. Dazu habe ich sogar publiziert. Können Sie dazu was lesen? Könnte ich eigentlich an den VC stellen. Dann geht es nämlich um Zeitmessen. Ich habe ja Sprachstudien durchgeführt in den Pyrenäen und in den Apenninen in Italien und in der Gascogne. Und ich war zum Teil bei Informanten in den Bergen, also insbesondere. Da gab es zum Teil keinen Strom. Und mir ist aufgefallen, es gab nie Uhren. Ich habe nirgendwo eine Uhr gesehen. Und dann habe ich mir oft Kochrezepte erzählen lassen. Und gut, wo kein Strom ist, wird auch selten gekocht, das stimmt schon, wo man das auch auf Feuer machen kann, im Kamin und so, habe ich auch erlebt. Aber ich habe dann irgendwann mal gefragt, ja, wenn Sie kochen oder braten, also eine Informantin hat mir da immer so Rezepte erzählt mit irgendwelchen, mit so Fettgebäck und so. Und dann habe ich gefragt, ja, wie lange muss das denn im Fett sein? Und dann sagte sie, naja, so 3 Ave Maria. Okay, 3 Ave Maria. Wissen wir also jetzt, wie man die Zeit misst, wenn man keine Uhr hat?
Man nimmt einen Text, von dem man weiß, der dauert so und so lange. Und dann weiß man, also drei Ave Maria, das sind dann, sagen wir mal, 40 Sekunden dauert das Ave Maria. Sind das dreimal 40 Sekunden. Und ja, Sie haben eine Frage? Gute Frage. Sie fragen, wie ist das, wenn man nicht bibelfest ist, dann braucht man länger dafür, das ist doch nicht einheitlich und so. Naja, also die Leute, die kochen, die haben ungefähr dieselbe Zeit, um das aufzusagen. Das ist nämlich erstaunlicherweise nicht der Text, den sie in der Kirche hören, sondern ein anderer Text. Und jetzt sind wir nämlich dabei, dass es nämlich keine Kommunikation ist. Seit den 60er Jahren wird in der Kirche nicht mehr auf Lateinisch gebeten. Das Ave Maria wird nicht auf Lateinisch aufgesagt. Es gibt natürlich irgendwelche Splittergruppen in der katholischen Kirche, die das immer noch auf Lateinisch machen. Aber es wird in der Landessprache gemacht. Und ich habe jetzt den Fehler gemacht, man durchschaut die Dinge ja meistens erst, wenn es zu spät ist. Ich habe das erste Mal, als ich das im Baskenland, in den Pyrenäen erfahren habe, dass die dortige Informantin das Ave Maria aufsagt, keine Aufnahmen von dem Ave Maria gemacht. Ich habe das auf sich beruhen lassen. Na, oh, jetzt weiß ich mehr. Sie sagt das Ave Maria auf. Und ich habe nicht nachgefragt. Das hätte ich tun sollen. Also Ihre Frage nach dem Text war sehr intelligent. Denn dann wäre mir aufgefallen, dass sie eben nicht das Ave Maria aufsagt, so wie man das in der Kirche hört, sondern sie sagt einen lateinischen oder pseudolateinischen Text, einen Text auf Küchenlatein, daher kommt wahrscheinlich auch diese Bezeichnung Küchenlatein, der mit dem Originaltext nicht so viel zu tun hat. Und als ich dann in Apenninen war, habe ich tatsächlich wieder Kochrezepte abgefragt und da auch mal gefragt. Und da hat mir dann eine Informantin das richtig erklärt und mir auch den Text aufgesagt. Könnte ich Ihnen auch vorspielen, aber ich sehe hier, aber ich habe die Aufnahme. Und erstmal ging das rasend schnell. Also sie konnte das, glaube ich, wirklich in wenigen Sekunden auch sagen. Aber es war nicht der genaue Text des Ave Marias, sondern irgendeine entstellte Form, die halt sehr schnell aufzusagen ging und von der sie wusste, wenn ich das dreimal aufsage, dann passt es. Klar, es variiert zwischen den Sprechern, aber ich denke, wenn man von jemandem das Kochen lernt, das wird ja dann auch weitergegeben in der Familie, dann macht man es genauso wie die entsprechende Person und sagt dann eben auch diesen Text auf, der eben nicht dem Originaltext entspricht. Jetzt habe ich da weitergebohrt und ich frage, naja, wenn ich jetzt wirklich lange Sachen machen muss, beim Kochen dauert es ja manchmal etwas länger, ist das ja eher unpraktisch mit dem Ave Maria. Man kann zwar beim Ave Maria, man hat da diesen Rosenkranz, dann kann man zählen, wie viel man aufgesagt hat, das ist dann auch ganz praktisch, aber es müsste auch noch längere Texte geben. Und tatsächlich, die gab es dann auch. Dann hatte sie noch andere Texte, die habe ich auch aufgenommen, ist auch alles transkribiert in meinem Aufsatz, Auszügen transkribiert, und auch das war wieder ein lateinischer Text, der nicht richtig lateinisch war, sondern der so eine ganz komische Mischung aus Italienisch und Latein dargestellt hat, der gar keinen Sinn ergeben hat. Und da sind wir dabei, dass es eben keine Kommunikation ist. Es gibt eben keinen Sinn. Es gibt, also da ist keine Bedeutung drin. Die Funktion liegt nur daran, dass er eine bestimmte Zeit dauern muss. Und der Sache bin ich dann weiter nachgegangen. Es gibt dann noch mehr interessante Phänomene dieser Art, zum Beispiel beim Fischen. Es gibt so, also beim traditionellen Fischen, heute hat man ja diese Industrieboote, die da irgendwie alles einsammeln, da kommt es vielleicht darauf an, dass man die Fische so zusammentreibt mit so einem großen Fangnetz und dann kommt es natürlich darauf an, dass alle Leute zur richtigen Zeit an dem Netz ziehen. Denn wenn man auf der einen Seite nichts sieht, dann entweichen die Fische da. Ne? Müssen also alle das gleich machen. Das muss koordiniert werden. Und das macht man auch mit solchen Texten. Gibt es eine italienische Bezeichnung, Chamola. Sie finden das auch, wenn Sie nachsuchen, dass Fischer dann solche Chamola aussagen. Das ist so ein rhythmischer Sprechgesang.
Und wenn Sie versuchen zu verstehen, was die sagen, dann denken Sie, ah ja, es sind italienische Fischer, die werden wohl was Italienisches sagen. Und dann hören Sie dazu und verstehen nichts. Das ist jetzt auch nicht im Dialekt oder so. Das sind ganz seltsame, ja, wir würden sagen, Kauderwelsch-Äußerungen, die von sich geben. Man erkennt da mal was Griechisches, mal was Arabisches. Also alles, was so im Mittelmeerraum vielleicht vorkommt. Ja, und solche Texte werden da aufgesagt und danach die Arbeit koordiniert. Also diese traditionellen Texte, die da von den Fischern seit Jahrhunderten verwendet werden, sind eben nicht mehr sinnvolle Texte, weil es nicht um Kommunikation geht, sondern es geht darum, eben Arbeitsabläufe zu synchronisieren und Zeit zu messen. Das ist eine chronometrische Sprachfunktion. Man zum richtigen Zeitpunkt das Richtige tut. Können Sie, wenn Sie ganz spitzfindig sind, in dem letzten Fall sagen, nein, das ist ja doch Kommunikation. Also die stimmen sich ab und kommunizieren natürlich dann in einer Weise. Aber was fehlt, sind eben irgendwelche Bedeutungen, die vermittelt werden. Sie haben eine Frage. Ja, das ist aber dann die Meta-Ebene. Also ich kommuniziere mit Ihnen und sage 5 Ave Maria. Aber in dem Moment, wo ich die Zeit messe, da muss ja niemand dabei sein. Ich tue die Nudel rein, sage meine Ave Maria auf und nehme die Nudel raus. Und da kommuniziere ich mit niemandem, da messe ich nur die Zeit. Und wenn ich Ihnen sage, ich muuss 5 Ave Maria aufsagen, dann ist das Kommunikation, aber dann teile ich Ihnen ja mit, wie man es macht und sage keinen Text auf. Ich sage nur 5 Ave Maria und dann wissen Sie, ah ja, 5 Ave Maria. Ich muss das natürlich vormachen, ne, und damit das auch wirklich zeitlich übereinstimmt. Klar, also man muss sich auf den Text des Ave Marias einigen, oder des Ave Maria einigen, damit es eben auch zeitlich passt, klar. Wie gesagt, die Texte, ich vermute, dass meine Informantin, ich habe ja dummerweise da in den Pyrenäen keine Aufnahmen dieser Texte gemacht. Ich habe nur darüber gesprochen, also Metakommunikation betrieben. Aber ich vermute mal, dass die Informantin diese Texte auch von jemandem gelernt hat. Genauso wie sie das Kochen gelernt hat. Also ich denke, das wird dann vermittelt. Die muss das ja irgendwo her haben. Gut, die war schon ziemlich alt, also war natürlich auch jung, als man wahrscheinlich das Ave Maria tatsächlich noch auf Lateinisch gebetet hat. Aber ich habe die Aufnahmen ja gut, jetzt schon vor einigen Jahren gemacht, so um die Jahrtausendwende, also kurz vorher. Und das zweite Vatikanische Konzil war Anfang der 60er Jahre, also 62 oder so. Also da ist schon sehr viel Zeit vergangen, seit man das Ave Maria auf Lateinisch gebetet hat. Also das hat sie irgendwie so gelernt, möglicherweise von ihrer Mutter, man weiß es nicht, hätte ich natürlich alles noch abfragen können. Aber der Punkt ist halt, dass man einfach Texte verwendet zur Zeitmessung und dass diese Texte dann erodieren. Dass die keine, oh, da geht es nicht mehr um die Bedeutung, weil man nicht mehr kommuniziert, sondern dann geht es nur darum, dass die Dauer stimmt. Und deshalb, wenn man da schnell aufsagt, kommt es sich so darauf an, was man da genau sagt. Ne? Und deshalb entsteht da eben so ein Küchenlatein, beziehungsweise so eine Sprachmischung. Bei den Chamola kann man das sehr schön erkennen, dass es eben man erkennt da griechische Elemente, arabische Elemente, aber meistens lassen sich die Wörter nicht richtig fassen. Es wird halt immer so aufgesagt und es wird halt weiter tradiert und man schert sich nicht weiter um die Bedeutung, deshalb gibt es diese Erosion der Texte, die dann eben keine richtigen, keine richtige Bedeutung mehr haben. Dann wird das angepasst an das, was man vielleicht versteht. Und ein Wort durch ein anderes ersetzt, das hatte ich bei dieser Frau mit den längeren Texten. Die hat dann irgendein Wort uminterpretiert, hat dann verstanden, naja, das könnte vielleicht Kind heißen und hat dann das entsprechende italienische Wort da eingesetzt. In Wirklichkeit war das Wort, was im Originaltext war, das lateinische Wort für Schöpfung. Creatura ist die Schöpfung und sie hat das dialektale Wort für Kind. Im mittelitalienischen Dialekten ist halt Creatura, und das heißt Kind. Und da hat sie halt verstanden, irgendwas mit Kind.
Ja. Klingt so ähnlich. Ist natürlich sogar etymologisch verwandt. Aber es geht nicht mehr um die Bedeutung. Also es gibt offensichtlich so eine andere Sprachfunktion noch, die nichts mit Kommunikation zu tun hat. Aber das ist jetzt eine Randnotiz. Kommen wir zurück zur Kommunikation. Also bei der Kommunikation geht es eben darum, eine Bedeutung zu vermitteln. Deshalb geht es da wirklich um Zeichen und Bedeutung von Person A zu Person B. Müssen nicht Personen sein, aber wir reden jetzt von zwischenmenschlicher Kommunikation. Da geht man eben davon aus, dass ein Mensch spricht und ein anderer Mensch das eben versteht. Ja, und da gibt es ein einfaches Kommunikationsmodell, das sogenannte Sender-Empfänger-Modell. Sie haben das schon angesprochen. Hier sehen wir das. Das finden Sie in allen möglichen Einführungen. Da gibt es sicherlich eine Quelle, das werden Sie in der Kommunikationswissenschaft besprechen und Sie werden sicherlich dann auch wissen, von wem dieses Modell stammt. Und da gibt es wahrscheinlich auch sogar verschiedene solche Modelle von verschiedenen Leuten. Ich habe das jetzt nicht herausgefunden. Also allgemeines Kommunikationsmodell. Zwischen Sender und Empfänger besteht irgendeine Form von Kontakt. Das kann sogar ein entlegener Kontakt sein. Ich kann jetzt was aufschreiben und in 300 Jahren kann das jemand lesen. Da ist kein wirklicher Kontakt da. Aber irgendwie besteht da ein Zusammenhang zwischen Sender und Empfänger. Der Empfänger muss ja an den Text kommen. Und ja, da geht es um eine Botschaft, die mit einem Medium vermittelt wird, also ein Inhalt mit einem Ausdruck verbunden. Da sind wir jetzt beim Zeichen. Das hatten Sie vorhin angesprochen, Verbindung von Inhalt und Ausdruck. Zeichen, ja, die Zeichen werden vermittelt zwischen Sender und Empfänger. Gut, ja, Kontakt ist genauso ein Schwachpunkt bei dem Modell. Es geht vielleicht auch sehr indirekt. Und dann habe ich da noch so einen Rahmen drum gemacht. Was soll dieser Rahmen? Und der Rahmen hat damit zu tun, dass es irgendwie einen Zusammenhang geben muss zwischen Sender und Empfänger. Die müssen irgendwie eine gemeinsame Basis haben, damit man sich überhaupt verständigen kann. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber der Rahmen ist da nicht zufällig. So, bleiben wir mal bei Ausdruck und Inhalt, bei dem Zeichen. Also etwas steht für etwas anderes, Ausdruck mit dem Medium und da steckt eine Botschaft dahinter, also ein Inhalt. Und das ist jetzt die Frage, was ist diese Beziehung von Ausdruck und Inhalt? Und da taucht wieder das Wort arbiträr auf. Da wird eben gesagt, ja, die Beziehung kann relativ willkürlich sein. Also es gibt keinen natürlichen Zusammenhang zwischen Ausdruck und Inhalt. Das ist übrigens ein alter Streit, ob es einen solchen Zusammenhang gibt. Es gibt einen Dialog des griechischen Philosophen Plato oder Platon. Sokrates ist ja immer die Hauptperson dieser Dialoge. Unterhält sich mit anderen darüber, ob der Zusammenhang von Ausdruck und Inhalt bei einem Zeichen von Menschen gesetzt ist oder irgendwie Natur gegeben ist. Ja, man kommt wohl zu dem Schluss, dass es eben tatsächlich von Menschen gesetzt ist. Aber der entscheidende Punkt, und das steht bei Platon noch nicht, ist die Konvention. Ja, also ist nicht wirklich willkürlich, arbiträr, sondern konventionell. Leute haben sich darauf geeinigt, was für was steht. Zumindest bei einer Form von Zeichen, bei anderen nicht. Hier haben Sie verschiedene Zeichen. Damit beschäftigt sich die allgemeine Zeichenlehre oder Semiotik. Und da gibt es zunächst mal die sogenannten ikonischen Zeichen. Und da besteht tatsächlich irgendwie ein Zusammenhang zwischen der Wirklichkeit und dem, für was das Zeichen steht. Ikonische Zeichen, die nennt man auch Abbild. Abbild, da kann man irgendwas malen, zum Beispiel ein
Pferdekopf. Und dann weiß man, ah, das sieht so ähnlich aus wie ein Pferd. Das wird wohl ein Zeichen für ein Pferd sein. Wir werden das gleich sehen, weil ich Ihnen gleich noch einen Pferdekopf präsentieren werde. Ein Abbild eines Pferdekopfs. Diese Art von Zeichen nennt man ikonisch. Aber auch da ist schon so ein bisschen was Konventionelles. Ein typisches Beispiel für ikonische Zeichen ist nämlich tatsächlich die Landkarte. Und da sehen Sie einen Fluss und der ist blau auf der Landkarte. Und das ist schon ein bisschen konventionell. Denn wenn Sie sich die Farbe des Wassers im Fluss anschauen, dann sieht die nicht so aus wie das Blau auf der Landkarte, sondern es ist wahrscheinlich eher grün oder blau-grün oder irgendwie so, je nachdem, was da für Wasser drin ist. Es kann auch manchmal braun sein. Und trotzdem haben wir alle per Konvention in unseren Köpfen, dass auf Landkarten Flüsse blau sind. Bei den Straßen wird es schon schwieriger. Und da muss man sich angucken, ist das eine Landkarte nach deutscher DIN-Norm, wo Autobahnen irgendwie, ich weiß gar nicht, sind glaube ich irgendwie orange-rot und Landstraßen, also größere Straßen, Landstraßen und Bundesstraßen, glaube ich, sind gelb und kleinere Straßen sind weiß. Oder ist das eine nach amerikanischem Muster, wo, glaube ich, Autobahnen blau sind oder grün, ich weiß es gar nicht mehr. Also irgendwie eine andere Farbe haben. Also es sind Konventionen, die sich je nach Nutzergemeinschaft auch unterscheiden. Also da muss man eben genauer hinschauen. Trotzdem gibt es einen gewissen Zusammenhang zur Wirklichkeit. Also Autobahnen sind halt mehrspurig und da sind mehrere Striche zu sehen auf der Karte oder da wo Natur ist, ist vielleicht eher auf der Karte was Grünes. Da wo Häuser sind, ist vielleicht auf der Karte eher was Rosafarbenes. Und die Formen dieser Häuser entsprechen wahrscheinlich ungefähr dem Luftbild. Wobei das Luftbild natürlich auch ein Abbild ist. Die Windungen des Flusses haben einen Zusammenhang mit der Wirklichkeit, sonst taugt die Karte nicht. Also es gibt einen Zusammenhang zwischen der Wirklichkeit und dem Abbild. Das ist das ikonische Zeichen. Und auch wenn da Konventionen mit drin sind, ist immer diese Abbildfunktion da. Also die Wirklichkeit spielt eine Rolle. Das Zeichen kann nicht irgendwie sein, sondern es gibt einen Zusammenhang zur Wirklichkeit. So, dann haben wir indexische Zeichen, auch manchmal indexikalische Zeichen genannt. Das sind sogenannte Anzeichen. Also statt Abbild sagt man auf Deutsch manchmal auch Anzeichen. An dieser Stelle. Sie sagten vorhin Signale. Signale, das ist halt sowas, also Symptome sind eine Untergruppe dieser indexischen Zeichen. Wenn ich also irgendwo Schmerzen habe, ist da was anderes, eine Krankheit oder so. Und also von daher ist da irgendwie auch ein Zusammenhang zur Natur. Es kommt nicht einfach so. Oder wenn Sie irgendwo Rauch sehen, dann wissen Sie, wenn da Rauch ist, ist da auch Feuer. Das ist ein natürlicher Zusammenhang. Aber der Rauch ist das Anzeichen für das Feuer. Oder was man immer gerne als Beispiel an der Stelle nimmt, ist tatsächlich ist der Wasserkessel, der flötet, wenn das Wasser kocht. Das sieht man heute sehr selten. Aber so Wasserkessel, die dann flöten. Und natürlich gibt es da einen physikalischen Zusammenhang. Warum flötet der? Naja, weil da so ein schmaler Spalt ist, wo wenn da Luft mit großer Geschwindigkeit durchgeht, dass dann der sogenannte Bernoulli-Effekt eintritt oder Bernoulli-Effekt eintritt und dann eben so ein Pfeifen zu hören ist. Aber man muss sich um die Physik gar nicht kümmern. Wir wissen, wenn es pfeift, kocht das Wasser. Und das ist eben dieses Anzeichen, also da besteht auch ein Zusammenhang. Es ist also nicht irgendwie von Menschen arbiträr festgelegt, sondern es besteht irgendwie ein natürlicher Zusammenhang, das Anzeichen. Dann haben wir noch die symbolischen Zeichen. Und die sind tatsächlich komplett konventionell, fast immer. Also ja, das ist das, mit dem wir es hier zu tun haben, symbolische Zeichen, Symbols in den Sprachen, also zwischen Lampe und dem Gegenstand da an der Decke gibt es keinen
natürlichen Zusammenhang. Also es gibt da auch Ausnahmen. Also es gibt manchmal so lautmalerische Zeichen. Also Onomatopoetika nennt man die. Da ist irgendwie ein Zusammenhang. Allerdings ist da auch immer was arbiträr Konventionelles dabei. Man sagt Wauwau, Wauwau für den Hund in der Kindersprache. Dann, weil man sich darauf geeinigt hat, dass im Deutschen das lautmalerische Wort für das Wellen Wau ist. Könnte man aber auch Wuff sagen. Was anderes. Das ist eben auch von Sprache zu Sprache unterschiedlich. Sie kennen das. Der Hahn, wenn der schreit, auf Deutsch mit Kikeriki, auf Französisch mit Kokoriko und so. Da gibt es also das Laut, das ahmt zwar den Laut nach und hat deshalb was Natürliches auch in sich, ist irgendwie nicht ganz arbiträr, aber man hat sich über Konvention darauf geeinigt, dass man das so oder so in den Sprachen, in der jeweiligen Sprache wiedergibt. Also selbst die lautmalerischen Zeichen sind konventionell und damit eben von der Sprachgemeinschaft mehr oder weniger mit stark willkürlichem Anteil festgelegt. Ja, genau. Aber wie gesagt, eben sprachliche Zeichen, da ist oft nichts Natürliches dran. Also sind nicht durch die Natur motiviert, wie die ikonischen Zeichen oder die indexischen Zeichen, die zwingend so sind, wie sie sind, aufgrund von physikalischen Gegebenheiten, sondern hier sind Menschen am Werk gewesen und haben untereinander etwas ausgehandelt, wie das nun eigentlich sein soll. Das kann man auch schnell ändern. Ich hatte das vorhin schon vorgeschlagen, statt Lampe Koffer zu sagen. Und wenn ich dann mit Ihnen über die Lampe spreche und sage immer Koffer, wissen Sie, das ist jetzt die Lampe. Man kann das sehr schnell verändern. Die Konventionen können halt ständig neu ausgehandelt werden, innerhalb einer Sprachgemeinschaft. Ja, und auf die symbolischen Zeichen kommt es an. Ja. Da gibt es auch ein schönes Zeichenmodell. Jetzt haben Sie dann einen Pferdekopf da oben. Da sehen wir zwei Seiten eines Zeichens. Wir haben unten den Ausdruck, irgendwas Lautliches. Französisch Schwall. Deutsch Pferd. Versucht so ein bisschen zu transkribieren. Ja, wir sehen da so ein Pf. Der Bogen gibt an, dass es ein Laut ist. So eine sogenannte Afrikate. Das Deutsche hat so komische Laute. Also ich mache ein P und dann, wenn ich dann das P loslasse, bleiben aber die Lippen relativ eng, sodass danach so ein Pf zu hören ist. Dann ein offenes E und dann so ein R, was ich etwas kleiner geschrieben habe, weil das nicht wirklich gut zu hören ist. Uvularis R, das ist das umgekehrte R, aber das ist nicht so richtig zu hören. Und T am Ende, Pferd. Sie wissen natürlich, dass zugrunde da kein T liegt, sondern ein D, weil man ja Pferde sagt, aber wenn ich von einem spreche, ist es eben Pferd. Also es gibt da vielleicht noch irgendwelche Abstraktionsstufen darüber. Aber auf jeden Fall dieses Pferd, weil verbindet sich im Kopf mit einem gewissen Bild. Das erscheint Ihnen dann vor Ihrem geistigen Auge. Und ja, das ist halt das Konzept, was zum Ausdruck passt. Also Ausdruck und Inhalt, die vereinigen sich in dem Zeichen. Die beiden Pfeile sollen andeuten, dass das sich irgendwie alles gegenseitig impliziert. Wenn Sie an Pferd denken, wissen Sie, das heißt Pferd oder Schwall auf Französisch. Und wenn Sie Schwall oder Pferd hören, dann wissen Sie, haben Sie ein Bild im Kopf. Und dieses Bild im Kopf, diese Assoziation, die verbindet sich mit irgendwas in der Wirklichkeit. Und das zeigt dieser Pfeil an. Aber das, was in der Wirklichkeit ist, kann anders aussehen, als das, was Sie sich so vorstellen. Das habe ich da unterschiedliche Abbildungen genommen.
Und dieses Lautbild, das kann man dann äußern. Und dann gibt es irgendwelche Schallwellen. Das sollte diesen Lautsprecher angedeuteten Schallereignissen da ausgedrückt werden. Ne? Also das Lautbild haben Sie im Kopf und Sie können es äußern. Und dann hören wir das alle und wenn Sie dann Pferd äußern, sehen wir im Kopf irgendwie was, so ein Bild vor uns und Sie können damit auf die Wirklichkeit verweisen. Ja, dieses Zeichenmodell, direkt auch mit dem Beispiel Pferd, Schwall, habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das stammt von einem berühmten Sprachwissenschaftler, den man so als den Gründer der modernen Linguistik auffasst, hier noch mit Bild versehen, Ferdinand de Saussure. Und der hat Vorlesungen gehalten, so wie ich das jetzt gerade mache. Und diese Vorlesungen sind nach seinem Tod verschriftet worden. Cours de Linguistique Générale ist das, diese Vorlesung, 1916. Da war er schon tot, verschriftet worden. Und in dieser Verschriftung der Vorlesung sind halt auch diese Bilder drin, die ich hier gezeigt habe. Das muss der also wahrscheinlich an die Tafel gemalt haben, an so ein Pferd und darunter dann eben diese lautlichen Äußerungen. Ich habe hier noch die Termini dran geschrieben, die er verwendet. Die sogenannte Inhaltsseite, da oben des Zeichens, die nennt er Signifié. Auf Deutsch sagt man da manchmal auch Signifikat. Signifié. Und die Ausdrucksseite des Zeichens, das Lautbild, das nennt er Signifiant. Auf Deutsch manchmal Signifikant. Signifikant. Und Signifikat, Signifikatum. Aber die eigentlichen Ausdrücke, die er verwendet, sind Französisch, signifiant, signifié. Aber das, was wir da im Kopf haben, ist natürlich nicht die Wirklichkeit. Ich kann mit dem Zeichen auf die Wirklichkeit verweisen. Zeichen steht ja immer für etwas anderes. Und das, auf das ich verweise, das ist der Referent. Das ist also das Objekt in der Wirklichkeit, auf das ich mit meinem Zeichen verweise. Dennoch haben wir da so eine Konzeptvorstellung in unserem Kopf, wenn wir das Wort Schwall oder Pferd hören. Ja, manchen von uns kommt sogar das Wort in der einen Sprache vielleicht natürlicher vor als in der anderen Sprache. Das ist eine Anekdote auch aus diesem Buch. Dass eben eine ich weiß nicht mehr, wie rum das ist, ich sage es jetzt mal so rum, irgendeine Schweizer Bäuerin sagt, naja, das Wort Kas, das sei ja viel natürlicher als das Wort Fromage. Ja, je nachdem, wie man sieht. Also natürlich hat weder Kas noch Fromage irgendwas mit dem, nichts Natürliches, sondern das sind eben beides Konventionen. Die eine Sprache, Französisch, hat sich eben auf Fromage geeinigt und die andere Sprache, Schweizerdeutsch, hat sich eben auf Kas geeinigt. Käse auf Deutsch. Auf Hochdeutsch. Also in meinem Hochdeutsch Käse, im anderen weiter südlich Käse. Ja, es gibt also auch in Deutschland unterschiedliche Konventionen, wie das heißt. Ja, hier bei ihm halt das Beispiel mit dem Pferd. Gut, das sind jetzt lautliche Varianten, aber in der Gebärdensprache hätten wir andere Varianten, irgendwelche Gebärden für die Tiere. Und in der Schriftsprache hätten wir da eine Abfolge von Buchstaben. Deutsch P, F, E, R, D, auf Französisch. C-H-I-V-A-L. Und das sind eben dann auch, wenn jetzt, dann geht es nicht über die Schallwellen, sondern über optische Vermittlung. Gut, Sie sehen aber, das Zeichen hat was mit
Kommunikation zu tun, denn ich hatte das ja hier auch so in dem Kommunikationsmodell, und das finden Sie ja oft im, in dem Kommunikationsmodell, da ist auch von Botschaft und Medium die Rede, oder sogar von Inhalt und Ausdruck. Inhalt und Ausdruck ist genau das Gleiche. Also die deutsche Übersetzung für Signifiant, wenn man nicht irgendwelche seltsamen Fremdwörter verwenden will, ist tatsächlich Inhalt und Ausdruck. Und das steckt hier auch drin. Und das bildet zusammen das Zeichen. Das sind eben die zwei Seiten eines Zeichens. Ja, und um eben dann, da sehen Sie schon, das zu verstehen, muss man eben zu der Gruppe gehören, die die gemeinsamen Konventionen hat. Also wenn Sie kein Französisch können und jemand spricht von Schwall, werden Sie den nicht verstehen. Da fehlt der gemeinsame Verstehensrahmen. Jetzt sind wir wieder bei dem Rahmen. Also man muss zu der Gruppe gehören, die die Konventionen ausgemacht hat. Es muss da auf jeden Fall ein gemeinsames Wissen geben, damit man sich verständigen kann. Also die gemeinsame Sprache muss da sein. Oder man muss sich nach und nach mühevoll auf irgendwas einigen. Dann kann man sich auch verständigen, wenn man keine gemeinsame Sprache hat. Dann fängt man eben an, die Konventionen aufzubauen. Aber dann verfügt man über dieses gemeinsame Wissen. Gemeinsames Wissen, in Englisch wird dann gerne auch von Shared Knowledge gesprochen. Also man muss gemeinsames Wissen haben. Also möglicherweise Sprecher der gleichen Sprache sein. Aber man kann sich eben, wenn man nicht Sprecher der gleichen Sprache ist, das so ein bisschen erarbeiten. Dann hat man plötzlich auch gemeinsames Wissen, aber ohne das geht es nicht. Dann muss es eine gemeinsame artikulatorisch-perzeptive Basis geben, ist klar. Wenn ich mit Lautsprache kommuniziere, muss ich die Wörter äußern können und jemand anders muss sie hören können. Also wir Hörlose hätten dann ein Problem bei der Lautsprachenkommunikation. Wird zwar immer noch angenommen, dass die Lautsprache dann doch irgendwie verstehen könnten, durch Lippen ablesen oder so, aber das ist äußerst mühselig. Da hilft dann eben die Gebärdensprache und damit hat man dann wieder eine artikulatorisch-perzeptive Basis, aber jetzt nicht über das Gehör, sondern über das Sehen. Und das ist jetzt sozusagen das Allergrundsätzlichste, es muss natürlich auch eine gemeinsame kognitive Basis geben. Also man muss in der Lage sein, solche Konzepte überhaupt zu verstehen, wenn man halt kommunizieren will. Mit manchen Maschinen besteht eben diese kognitive Basis noch nicht. Deshalb ist es auch schwierig, Maschinen das Sprechen beizubringen. Ja, dann sind wir bei unserer Frage, die ich das letzte Mal schon gestellt habe, wie das ist, wenn man mit Außerirdischen kommunizieren will. Da ist ja jetzt auch gerade dieser Film herausgekommen, den ich noch nicht gesehen habe. Oder in dieser Woche kommt er, glaube ich, in die Kinos. Da geht es ja um die sogenannte Exolinguistik, also Linguistik außerhalb der Erde. Und die Frage, kann man mit Außerirdischen kommunizieren? Sie hatten das ja das letzte Mal mit Ja beantwortet. Ich war da ja eher skeptisch. Und zwar genau aus diesen Gründen. Mit den Außerirdischen fehlt möglicherweise die gemeinsame kognitive Basis. Gut, wenn die so ein bisschen menschenähnlich sind, die Außerirdischen, da gibt es eine Theorie, dass das möglicherweise so ist. Weil DNA durch den Weltall oder Aminosäuren durch den Weltall geflogen sind und dann alle intelligenten Wesen irgendwie ähnlich sind, dann mag es vielleicht irgendwann eine gemeinsame kognitive Basis sein, aber wie ist das mit der artikulatorisch-perzeptiven Basis? Verfügen die Außerirdischen über die Möglichkeit, etwas zu hören oder Laute zu artikulieren mit Luftstrom oder so, dass wir das hören können? Eher fraglich. Umgekehrt auch. Beziehungsweise Gebärdensprache. Dann müssten die optisch was wahrnehmen. Ziemlich genau, wenn man da mit Gebärdensprache kommunizieren wollte. Könnte schwierig sein. Und das gemeinsame Wissen. Das wird sehr schwierig. Das wird wahrscheinlich erst dann vorhanden sein, wenn die Außerirdischen mit den Menschen lange genug zusammengelebt haben, um dann eben über gemeinsames Wissen zu verfügen. Ohne das gemeinsame Wissen ist halt sprachliche Kommunikation nicht möglich.
Deshalb halte ich es für sehr unwahrscheinlich, dass man mit Außerirdischen kommunizieren kann. Ja. Dann stellt sich zum Schluss nochmal die Frage, die wir gleich auch noch im Anschluss ein bisschen diskutieren können, was Sprachwissenschaft eigentlich ist. Darauf gibt es verschiedene Antworten. Die sind alle gegeben worden. Das sind jetzt nicht irgendwie Antworten, die ich mir ausgedacht habe, sondern sind sozusagen alle richtig. Die Frage ist, was ist am überzeugendsten von diesen wirklichen Antworten? Also einmal die Auffassung, dass Sprachwissenschaft eine Kulturwissenschaft ist. Das könnte eine Auffassung sein, die in Bamberg vertreten wird, weil die Sprachwissenschaft hier vermittelt wird an einer Fakultät für Geistes- und Kulturwissenschaften. Da würde ja Kulturwissenschaft passen. Und Sprache als kulturelles Phänomen, ja, glaube ich schon, sehr passende Auffassung. Ist irgendwas Kulturelles. Das machen Menschen. Also ist das irgendwie ein kulturelles Phänomen. Dann kann man sagen, Sprachwissenschaft ist ein gesellschaftliches Phänomen. Denn wir haben vorhin sehr viel über Konventionen gesprochen. Also einer alleine kann nicht sprechen. Man muss halt immer mit jemand anders sprechen. Und da sind wir dann schon bei gesellschaftlichen Konventionen. Die Einigung darauf, dass eine Lampe ist, ist sicherlich etwas Gesellschaftliches. Und dann kann man es möglicherweise auch am besten untersuchen mit Methoden der Gesellschaftswissenschaft. Besonders wenn wir erkennen, dass verschiedene Gruppen unterschiedlich sprechen, sich auch auf unterschiedliche Konventionen einigen. Ja, zum Beispiel eine Gruppe stellt jetzt fest, Lampe soll Koffer sein, dann ist das aber ein Gruppenphänomen. Und solche Gruppenphänomene kann man wirklich sehr gut in den Gesellschaftswissenschaften untersuchen. Dann wäre die Sprachwissenschaft eine Gesellschaftswissenschaft. Das ist vertreten worden. Ne? Und ja, es gibt tatsächlich eine Ausrichtung der Sprachwissenschaft, die als Soziolinguistik bezeichnet wird, wo wir die Sozialwissenschaft schon fast im Namen drin haben, wo es natürlich genau um diese Gruppenanalysen geht, wo ganz klar ist, dass Sprache etwas Gesellschaftliches ist. Und dann kann man sagen, Sprachwissenschaft ist eigentlich eine Sonderform der Gesellschaftswissenschaft, Gesellschaftswissenschaft, die sich mit Sprache beschäftigt, also Soziologie. Dann werden dann auch die entsprechenden Methoden angewendet, also statistische Methoden und so. Das ist also ganz typisch auch für einen Bereich der Sprachwissenschaft. Also könnte man es auch da ansiedeln. Ja, nicht bei der Kulturwissenschaft. Ja, dann haben wir das letzte Mal und dieses Mal auch von Regelmäßigkeiten gesprochen. Regelmäßigkeiten, naja, die Regelmäßigkeiten haben ja auch was mit Regeln zu tun. Also Regeln könnte man mathematisch beschreiben, also irgendwie formalisieren. Und damit wäre die Sprachwissenschaft ein Teil der Mathematik. Sie erinnern sich, beim letzten Mal hatte ich diese Definition von Noam Chomsky, wo er ja tatsächlich von Elementen gesprochen hat, aus finiten und nicht finiten, infiniten Mengen. Das hörte sich schon sehr mathematisch an. Und gerade im Bereich der Syntaxforschung, also wenn es um Satzbau geht, in der frühen Phase, in den 50er, 60er Jahren, hat man gesagt, ja, das ist eigentlich Mathematik. Die Sprachwissenschaft ist möglicherweise ein Teil der Mathematik. Und diese Auffassung gab es und so haben auch verschiedene Sprachwissenschaftler geforscht. Chomsky in seiner Anfangszeit, Chomsky Schüler, ich habe selber einen erlebt, selber als, ja, als Postdoktorand mal die Gelegenheit, einen berühmten amerikanischen Sprachwissenschaftler, einen Chomsky-Schüler, zu hören in einer Vorlesung. Katz heißt er. Und er hat darauf bestanden, dass das Mathematik ist, was die Sprachwissenschaftler betreiben. Es gibt auch bestimmte Ausrichtungen in der Semantik, formale Semantik. Das ist ein berühmten Vertreter der
formalen Semantik Montague, der sich auch als Mathematiker vor allen Dingen verstanden hat. Also irgendwie mit der Mathematik, da gibt es gewisse Affinitäten. Und tatsächlich gibt es Leute, die Sprachwissenschaft als Teil der Mathematik angesehen haben. Ich erwähnte schon Noam Chomsky, der auch so angefangen hat. Der hat Sprachwissenschaft dann später und auch jetzt noch, der lebt ja noch, nicht dann mehr als Teil der Mathematik gesehen, sondern als Teil der Psychologie. Insbesondere das Konzept der Sprachkompetenz, das ist ein Konzept von Chomsky, das hat er insbesondere in der Psychologie verortet. Und auch so Überlegungen zu Sprache und Denken sind natürlich psychologische Fragestellungen. Und der bereits erwähnte Edward Sapir hat auch vor allen Dingen Vorlesungen gehalten im Bereich Psychologie. Und da ging es dann um so eine besondere Ausrichtung von Psychologie, so ein Übergang zwischen Psychologie und Soziologie, nannte sich Völkerpsychologie. Darüber hat er Vorlesungen gehalten. Und ja, da sieht man eindeutig diese Zuordnung zur Psychologie. Ja, und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, naja gut, die Sprachwissenschaft ist schon was Eigenes, also eine Wissenschaft sui generis, der eigenen Art auf Lateinisch, weil sie einen eigenen Gegenstand hat, den all diese anderen Wissenschaften nicht haben, nämlich Sprache, wir hatten das schon gesagt, Sprache manifestiert in Texten, dieser Gegenstand ist nicht Gegenstand der Psychologie, sondern das Gehirn wäre Gegenstand der Psychologie, oder die Psyche, ein bisschen abstrakter ausdrücken wollen. Gegenstand der Mathematik ist eigentlich Sprache auch nicht. Ja, und von daher gibt es eben diese Auffassung, dass man sagt, Sprachwissenschaft ist eine Wissenschaft für sich. Und ist auch vertreten worden von vielen Sprachwissenschaftlern. Also Sie sehen, alle diese Vorstellungen, die ich hier aufgelistet habe, gibt es. Und die Frage ist letztlich offen. Ich sage deshalb, dass die Frage offen ist, denn wenn ich jetzt sage, okay, ich sage, jetzt mal zum Beispiel, wird ganz klar, hat einen eigenen Gegenstand, Sprache ist eine Wissenschaft sui generis, dann stehe ich natürlich in Konflikt mit anderen Leuten, wie Noam Chomsky, der sagt, das ist Psychologie, oder Katz, der sagt, das ist ein Teil der Mathematik. Oder Joshua Fishman, der dann sagt, ja nee, das ist eigentlich Gesellschaftswissenschaft. Oder die Verwaltung der Uni Bamberg, die sagt, das ist eine Kulturwissenschaft. Das ist klar. Also, es gibt all diese Auffassungen. Wir müssen das am Ende alles nebeneinander stehen lassen. Wie so oft in den Geisteswissenschaften gibt es hier keine eindeutige Lösung.